Kanzler Herbert. So jubelten die Funktionäre bei der Wahlparty der FPÖ vor 3 Wochen. In Österreich stehen jetzt schwierige Koalitionsverhandlungen an. Und noch sieht es nicht danach aus, als würde Herbert Kickl bald mitregieren oder gar Kanzler werden. Denn bislang will keine andere Partei mit Kickl zusammenarbeiten. Trotzdem hat die FPÖ als erstmals stärkste Kraft in Österreich mehr Macht als je zuvor. Selbst wenn die FPÖ jetzt nicht direkt in die Regierung kommt, ist es natürlich trotzdem ein Zeichen, dass sie sich immer weiter ausbreiten und dass ihre Ideologien und auch ihre Politik immer akzeptabler wird in der Gesellschaft. Aber was sind diese Ideologien, die die FPÖ verbreitet? Sind ihre Inhalte rechtspopulistisch oder schon rechtsextrem? Die FPÖ hat an sich ein problematisches Verhältnis mit dem Verfassungsschutz, weil FPÖ-Politiker durch ihre mannigfaltigen Kontakte zur Alt- oder zur neurechten Szene immer wieder in Ermittlungen des Verfassungsschutzes auftauchten. Herbert Kickl hat in der Vergangenheit Worte und auch Konzepte verwendet, die ganz klar Nazi-Ursprünge haben, die teilweise auch identitäre Ursprünge haben. Ich bin Lucia Eisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir uns an, wie extrem die FPÖ ist. Wir wollen wissen, was der Verfassungsschutz über die Partei sagt. Und wir fragen, wer die Leute sind, die künftig für die FPÖ im Parlament sitzen. Rechtsextrem, rechtsradikal, rechtspopulistisch. Die Begriffe werden ja oft synonym verwendet. Bevor wir über die FPÖ sprechen, wollen wir noch mal kurz klären, was wir mit dem Begriff Rechtsextremismus eigentlich meinen. Wir haben uns dafür Expertise geholt, und zwar von Julia Ebner. Sie forscht in Großbritannien am Institute for Strategic Dialogue zu Rechtsextremismus. Rechtsextrem, so wie wir es beim Institute for Strategic Dialogue definieren, bedeutet immer, dass man die eigene Gruppe anderen Fremdgruppen überordnet. Also vor allem den Wert, die Menschlichkeit sozusagen von der eigenen Gruppe den anderen Gruppen überordnet oder den Wert als höher beurteilt. Diese Überhöhung der eigenen Gruppe führt häufig dazu, dass andere Gruppen dämonisiert oder sogar entmenschlicht werden. Es sind dann auch oft antidemokratische Elemente vorhanden und auch verschwörungstheoretische Inhalte. Und man sieht, dass es oft auch zu einem ganz starken Widerspruch mit den fundamentalen Menschenrechten kommt. Das ist auch ein Unterschied zu rechtspopulistischen oder rechtsradikalen Bewegungen, die vielleicht ähnliche Ideen verfolgen, aber nicht unbedingt die Menschenrechte radikal ablehnen. Und sie bewegen sich auch innerhalb der Grenzen von demokratischen Institutionen. Rechtsextreme dagegen wollen diese Institutionen zerstören. Es ist natürlich ein Spektrum, es gibt auch keine klar verlaufende Linie, aber es geht darum, wie extrem diese antidemokratische und auch Anti-Menschenrechtseinstellung wird und auch wie extrem die Taktiken werden. Wo steht jetzt also die FPÖ in diesem Spektrum? Die FPÖ ist sehr weit rechts außen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie nicht nur rechtspopulistisch ist, sondern durchaus auch rechtsradikal. Ich würde sogar sagen, dass einige Elemente der FPÖ und vereinzelte Politiker innerhalb der FPÖ auch als rechtsextrem einzustufen sind. Julia Ebner ist mit ihrer Einschätzung nicht allein. Auch andere Expertinnen und Experten, zum Beispiel vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, bezeichnen die FPÖ als eine im Kern rechtsextreme Partei. Das heißt jetzt nicht, dass alle Wählerinnen und Wähler diese Ideologie teilen. Wenn man sich aber das Programm, die Aussagen und Strukturen der Freiheitlichen Partei anschaut, dann tauchen immer wieder starke Überschneidungen zum Gedankengut von rechtsextremen Gruppen auf. Fangen wir an mit dem Wahlprogramm der FPÖ. Was sind da die wichtigsten Themen? Ja, also sicher das Migrationsthema, die sogenannte Festung Österreich, die Kickl erbauen will, inklusive sogar einer Notgesetzgebung, um die Zahl der Asylwerber Richtung Null zu drücken, die nach Österreich kommen.
Wer unseren Podcast regelmäßig hört, der kennt diese Stimme sicher schon. Fabian Schmidt vom Standard hat sich die Forderungen der FPÖ für uns genauer angeschaut. Gleichzeitig spielt die Corona-Pandemie weiterhin eine wichtige Rolle. Dieses Wehren gegen die angebliche Gesundheitsdiktatur, was sich dann auch durchzieht im Bereich Sozialleistungen, Bildung etc., ist immer wieder das Thema Migration, Integration. Nach der Nationalratswahl hat die FPÖ jetzt ein Verhandlungspapier aufgestellt, mit dem Herbert Kickl in die Sondierungsgespräche gehen will. Es enthält im Prinzip dieselben Forderungen, die auch schon im Wahlprogramm stehen. An sich ist bemerkenswert, dass in diesem Wahlprogramm schon auch mit Verschwörungsmythen agiert wird, also auch Behauptungen aufgestellt werden, die einfach nicht belegt werden können. Da wird zum Beispiel eine Art Weltgesundheitsdiktatur beschrieben, die angeblich von der WHO errichtet werden soll. Unter dem Punkt Briefwahl heißt es, dass da angeblich immer wieder Ungereimtheiten und Manipulationen vorkommen würden. Übrigens eine Strategie, die auch Ex-US-Präsident Donald Trump immer wieder fährt, um die Korrektheit von Wahlergebnissen anzuzweifeln. Dann, was mir schon auch besonders aufgefallen ist, ist zum Beispiel eine Forderung, dass es Meldestellen für politische Lehrer geben soll, wo SchülerInnen ihre eigenen LehrerInnen melden können, wenn diese im Unterricht zu politisch agieren. Also das ist schon heftig. Was man im Wahlprogramm außerdem oft liest, das ist das Schlagwort Remigration. Remigration ist eigentlich ein Euphemismus, also ein beschönigender Begriff für Massendeportation. Ursprünglich kommt der Begriff Remigration aus der Wissenschaft. Er wurde aber in den vergangenen Jahren von neurechten Gruppen gekapert. Vor allem von der sogenannten identitären Bewegung. Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle kurz über die identitäre Bewegung sprechen, denn sie taucht immer wieder auf, wenn es um die FPÖ und den Rechtsextremismus geht. Die identitäre Bewegung hat ihre Ursprünge in Frankreich, also Bloc Identitaire. Es ist ein Teil der neuen Rechten oder Nouvelle Droite, die ursprünglich in Frankreich entstanden sind, rund um ein intellektuelles Milieu von Aktivisten und eben Pseudo-Intellektuellen, die Ideen verbreitet haben zum Grand Remplacement, also zu diesem großen Austausch. Der Verschwörungsmythos vom großen Austausch besagt, dass es angeblich einen geheimen Plan gäbe, um die weiße europäische Mehrheitsgesellschaft durch Migrantinnen und Migranten aus dem globalen Süden zu ersetzen. Dagegen will sich die identitäre Bewegung zur Wehr setzen und hat deshalb in den vergangenen 10 Jahren in verschiedenen Ländern Ableger gegründet. Und ich würde sagen, Österreich ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Ableger, vor allem aufgrund der starken Präsenz von Martin Sellner. Remigration ist natürlich möglich, ganz einfach. Es gibt viele Möglichkeiten mit dem Flugzeug, mit dem Zug, mit Autos. Kurz, wir haben alle logistischen Möglichkeiten, um die Illegalen, die Integrations-, Assimilationsunfähigen und Unwilligen abzuschieben. Martin Sellner, den man hier hört, über den haben wir schon eine eigene Serie gemacht. Wir stellen den Link dazu in die Shownotes. Er war lange Chef der identitären Bewegung in Österreich. Die identitäre Bewegung gehört zum Spektrum der sogenannten Neuen Rechten. Das sind Rechtsextreme, die ihre nationalsozialistischen Inhalte so verpacken, dass sie jung und cool daherkommen. Man kann auch sagen, Nazis in neuem Gewand. Statt von Massendeportation sprechen sie eben zum Beispiel von Remigration, meinen aber dasselbe. Es ist in Wirklichkeit genau das, also dass man Menschen, die Migrationshintergrund haben, egal wie lange sie schon im Land leben, dass man die verbannt und zurückschickt in das Ursprungsland ihrer Eltern, Großeltern, wie auch immer, um die Rate insgesamt der nicht weißen oder nicht kulturell ursprünglich europäischen Menschen zu reduzieren. Die identitäre Bewegung versteht Remigration als Waffe gegen den angeblichen Bevölkerungsaustausch. Und die FPÖ? Die übernimmt in ihrem Wahlprogramm den Begriff und wirbt ganz offensiv damit. Das heißt, dass diejenige Person dann wieder in ihre Heimat zurückzukehren hat. Das ist Remigration. In Interviews, wie hier im ORF, behauptet Herbert Kickl gern, dass er mit dem Begriff Remigration nur die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern meinen würde. Martin Sellner geht mit dem Konzept aber viel weiter. Ja. Martin Sellner hat gesagt, auch Staatsbürger sollen abgeschoben werden. Dementieren will Herbert Kickl die radikale Forderung auf die Frage des ORF-Moderators hin dann aber auch nicht. Wenn Sie mit Martin Sellner sprechen wollen, dann laden Sie Martin Sellner ein. Eine typische Taktik der FPÖ.
Sie bedient sich rechtsextremer Forderungen und verpackt sie dann so, dass sie für konservative Wählerinnen und Wähler der Mitte nicht zu radikal klingen. Wenn man sich das Wahlprogramm der FPÖ anschaut, dann fällt eine weitere Gemeinsamkeit zu neurechten Gruppen wie den Identitären auf. Nämlich das Frauen- und Familienbild. Einerseits enthält das Programm jede Menge Forderungen zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Das klingt ja erstmal progressiv. Es ist spannend, weil das Frauenbild ja einerseits eines ist, wo sie versuchen, die Frauen zum Teil in den Vordergrund zu stellen, eine Art Opferrolle zu schaffen für Frauen. Da heißt es zum Beispiel, wenn sich Frauen in der Nacht nicht mehr allein auf die Straße trauen, so ist es ein Alarmsignal für gravierende Fehlentwicklungen in unserer Sicherheits- und Migrationspolitik. Es geht also vor allem darum, die autochthon österreichischen Frauen zu schützen. Das ist ganz typisch für rechte Bewegungen, vor zum Beispiel den Migranten, die sie dämonisieren, oder vor Muslimen. Und andererseits gibt es da einen großen Widerspruch zu der eigentlich sehr rückgängigen Idee, die sie von der Rolle der Frau haben, die sie generell in Bezug auf Frauenrechte haben. Denn eigentlich propagiert die FPÖ ein traditionelles Familienbild, in dem Frauen in erster Linie Mütter sind. Auf der Website der Partei findet man unter Familie und Generation auch ein Bild, das genau das zum Ausdruck bringt. Eine blonde Frau kümmert sich lächelnd um drei kleine Kinder mit Schulranzen und etwas abseits steht der Mann im Anzug, bereit für seinen Job. Diese Idee, dass die Frau trotz allem vorrangig auf die Funktion der Reproduktion und für den Haushalt und so dieses Häusliche reduziert wird, das ist auch bei der FPÖ vorhanden. Und das ist natürlich auch bei der neuen Rechten generell vorhanden. Sowohl die FPÖ als auch neurechte Gruppen, wie eben die Identitäre Bewegung, lehnen den Feminismus, Forderungen wie Frauenquoten in Unternehmen oder auch Rechte für die LGBTIQ-Community radikal ab. Und hier spielt auch wieder der Verschwörungsmythos vom großen Austausch eine Rolle. Also der grundsätzliche Gedanke bei vielen der neurechten Bewegungen, vor allem auch bei der Identitären Bewegung, ist, dass auch Feminismus und natürlich auch LGBTQ-Rechte dazu beigetragen haben, dass die weißen, in Anführungszeichen die weißen europäischen Geburtsraten sich reduziert haben, während sich die Geburtsraten in den Migrationscommunities, in den nicht weißen, ursprünglich nicht europäischen Communities immer exponentiell weiter steigern. Auch Herbert Kickl spricht in seiner Rede vom Austausch und von ähnlichen Begriffen. Wo sie in diesen 20 Jahren das Land in Wahrheit herunterruiniert, an die Wand gefahren haben, die Bevölkerung ausgetauscht haben. Die Ursache ist diese ungezügelte Völkerwanderung unter dem Missbrauch des Asyls. Wenn wir nochmal zurück zu den Forderungen der FPÖ gehen, dann sieht man in noch einem Bereich starke Überschneidungen zu rechtsextremen Gruppen. Und zwar beim Thema Medien. Also was auch im Wahlprogramm ablesbar ist, ist, dass die FPÖ ihr Umfeld an sogenannten patriotischen Medien, das sich in den vergangenen 10 Jahren aufgebaut hat und vor allem durch Corona dann noch einmal einen Push bekommen hat, dass die FPÖ das weiter fördern will, dass auch Zugang zu staatlichen Inseraten möglich sein sollen, wenn die FPÖ in die Regierung kommt. Zu solchen patriotischen Medien gehören zum Beispiel die eigenen TV- oder Radiokanäle der FPÖ. Aber auch rechtsextreme Plattformen aus dem Milieu der neuen Rechten, die regelmäßig Fake News und Verschwörungserzählungen verbreiten. Man hat ja jetzt schon gesehen, es gibt keinerlei Berührungsängste zwischen diesen verschwörungsmystischen rechtsextremen Medien und der FPÖ. Das erste Interview am Wahlabend gab Kickl ja auch dem Sender auf 1, der wirklich extrem weit rechts steht. Dieser Sender auf 1 verbreitet zum Beispiel Falschinformationen über angebliche Impfmassentötungen. Andere Plattformen heißen InfoDirect, Report24 oder Wochenblick. Und alle sind gut miteinander vernetzt. Es gibt ein ganzes Alternativuniversum online, das sich die rechte Community aufgebaut hat, das auch sehr klare Verlinkungen hat ins Ausland, also vor allem nach Deutschland, in den deutschsprachigen Raum generell, aber auch auf internationaler Ebene. Und wo man merkt, dass wir sehr ähnliche Narrative in Österreich sehen, wie auch in anderen Ländern davor, in Deutschland oder auch selbst in den USA. Die FPÖ sorgt dafür, dass diese rechtsextremen Medien mehr Einfluss bekommen und fördert sie zum Teil sogar finanziell über Inserate. Gleichzeitig helfen die Plattformen wiederum der Freiheitlichen Partei, indem sie Fake News oder stark zugespitzte Informationen, zum Beispiel über Migranten oder die Covid-Impfung, verbreiten.
Und das ist was, wo man auch sehr schnell eine Kettenreaktion sehen kann, wenn zum Beispiel irgendwas politisch Relevantes passiert, wozu dann sehr stark politisierte Medieninhalte geteilt werden oder sogar Falschmeldungen, dass sich das rasant verbreiten kann und auch zu sehr viel Wut und Empörung führt in diesen Kreisen. Und das hat ein ganz hohes Mobilisierungspotenzial und auch ein ganz hohes Potenzial, eine sehr starke Gruppenkohärenz zu erzeugen und eine sehr starke Loyalität gegenüber der FPÖ zu erzeugen, die dann auch sich im Wahlverhalten natürlich zeigt. Zu den rechtsextremen Online-Netzwerken gehören auch noch die Telegram-Gruppen der Identitären Bewegung. Auch dort wird massiv Stimmung gemacht, um für die FPÖ Stimmen zu generieren. Und das haben wir auch im Vorfeld der Wahlen gesehen. Die Identitäre Bewegung war auch sehr stolz darauf, dass auch unter jungen Wählern die FPÖ sehr gut abgeschnitten hat. Wir haben jetzt schon über die inhaltlichen Überschneidungen zwischen FPÖ und neurechten Gruppen gesprochen. Es gibt aber auch viele personelle Verbindungen. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Vorfälle, wo zum Beispiel Politiker der FPÖ bei Treffen der Identitären Bewegung waren oder umgekehrt, also wo es Überlappungen gab, wo man bei denselben Veranstaltungen war. Aber ich muss ja sagen, es ist für mich sehr, sehr angenehm, schon nach den ersten Vorgesprächen und auch jetzt, wenn ich hier hinunterschaue, das ist ein Publikum, wie ich mir das wünsche und wie ich es mir vorstelle. Im Jahr 2016 zum Beispiel hat Herbert Kickl die Eröffnungsrede beim rechtsextremen Kongress Verteidiger Europas gehalten, bei dem auch zahlreiche Mitglieder der Identitären Bewegung anwesend waren. Das ist etwas ganz etwas anderes, wie wenn man im Parlament steht, dort redet und in diesen frustrierten, dauerbetroffenen linken Flügel der Roten und der Grünen hineinschaut, was nur mehr mieselsüchtige Gestalten gibt. Also FPÖ-Politiker sind auch immer wieder bei Demonstrationen der Identitären dabei. Es gab da zum Beispiel einen Vorfall in Wien im vergangenen Herbst. Also im November 2023 ist der neurechte Vordenker unter Anführungszeichen Götz Kubitschek, also das ist ein Publizist, Verleger, der die Identitäre Bewegung sehr geprägt hat, nach Wien eingeladen worden. Der Ring Freiheitlicher Studenten wollte ursprünglich eine Veranstaltung in der Universität mit ihm abhalten. Der Ring Freiheitlicher Studenten, das ist die FPÖ-nahe Studentenorganisation. Die Uni Wien hat damals die Veranstaltung mit Götz Kubitschek untersagt. Als Reaktion organisierte die FPÖ-Jugend eine Kundgebung vor der Universität. Mit dabei Identitäre, auch Martin Sellner, und rechtsextreme Burschenschafter. Auf der anderen Seite haben einige linke Gruppen gegen die Veranstaltung demonstriert. Es kam zu gewalttätigen Zusammenstößen mit der Polizei, mit der Antifa. Übrigens, der Sohn von Götz Kubitschek hat deshalb auch einen Strafantrag erhalten in Deutschland wegen dieses Vorfalls in Wien. Nach der Kundgebung vor der Uni sind Götz Kubitschek und seine Begleiter dann weitergezogen in den Parlamentsclub der FPÖ. Wo man unter anderem mit Generalsekretär Christian Hafenecker auf einem Podium war. Und das zeigt einfach, also es gibt da keine Grenzen. Es ist ein fließendes Übergehen vom neurechten Spektrum hin zur FPÖ. Solche Überlappungen gibt es übrigens nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern. Vor allem auch in Deutschland mit der AfD. Wo ja zuletzt auch das große Skandal aufgedeckt wurde, dass AfD-Politiker, Politikerinnen sich getroffen haben mit Vertretern der Identitären Bewegung, um das Konzept der Remigration zu besprechen. Es gehört zu den Taktiken der Identitären Bewegung, sich mit Parteien zu vernetzen und ihre rechtsextreme Ideologie so weiter die Gesellschaft zu tragen. Die Extremismusforscherin Julia Ebner hat es selbst miterlebt, als sie vor ein paar Jahren undercover bei einem Strategietreffen der Identitären dabei war. Und das hat auch damals Martin Sellner, ich kann mich noch genau erinnern, beim Mittagessen, beim Pizzamittagessen so erzählt, dass das Ziel längerfristig ist, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Und natürlich ist die Identitäre Bewegung eine Bewegung, die mit anderen Methoden arbeitet, die keine politische Repräsentation im direkten Sinn sucht, aber die versucht, die FPÖ und auch rechtspopulistische Parteien in anderen Ländern zu beeinflussen und ihre Konzepte ihnen näher zu bringen. Wie gut es schon gelingt, das zeigt sich ganz besonders am Beispiel der Remigration, aber auch an anderen Wortbeiträgen von Herbert Kickl. Die Systemmedien und die Systemparteien.
Herbert Kickl hat in der Vergangenheit mehrere Worte und auch Konzepte verwendet, die ganz klar Nazi-Ursprünge haben, die teilweise auch identitäre Ursprünge haben, wo mir es wirklich kalt den Rücken runtergelaufen ist, als ich diese Worte gehört habe. Gerade eben sowas wie Systempolitiker, aber auch zum Beispiel Worte wie Volksverrat oder Systemparteien, das waren Worte, die auch Hitler verwendet hat, die eigentlich bei den Nazis vor allem weit verbreitet waren. Bei einer Rede in der Steiermark in diesem Jahr hat Herbert Kickl von Fahndungslisten gesprochen, auf die er unliebsame Journalisten und Vertreter der etablierten Parteien setzen will. Übrigens auch den ÖVP-Chef Karl Nehammer, mit dem Kickl ja jetzt gerne zusammen regieren will. Und das sind alles Zeichen dafür, dass er schon sehr stark auch selbst sich radikalisiert hat, beziehungsweise diese extreme Rhetorik in seiner Sprache verwendet. Es ist nicht nur die identitäre Bewegung, zu der die FPÖ gute Verbindungen pflegt. Eine weitere Gruppe, die sehr stark eine Fan-Community der FPÖ ist, ist die Verschwörungstheoretiker-Blase rund um QAnon, die sich vor allem mit der Covid-Pandemie nochmal vergrößert hat und wo Kickl auch mit seinen Anti-Covid-Aussagen oder seinen teilweise auch Verschwörungsmythen, zum Beispiel wie er die Impfungen als genetisches Experiment bezeichnet hat und so weiter, das hat dazu geführt, dass auch diese QAnon-Verschwörungstheoretiker-Blase sehr stark hinter der FPÖ steht. Die Verflechtungen mit neurechten Gruppen sind ein wichtiger Grund, weshalb Expertinnen und Experten die FPÖ teilweise als rechtsextrem einstufen. Es gibt aber noch etwas, das wir uns in dem Zusammenhang anschauen sollten, und das ist die Entstehungsgeschichte der FPÖ. Entsprungen ist die Partei aus dem Verband der Unabhängigen, kurz VDU. Den gab es seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Es wird oft bezeichnet als Sammelbecken der ehemaligen, also der ehemaligen Nationalsozialisten. Als sich der VDU in den 1950er Jahren auflöst und in der FPÖ neu gegründet wird, landen auch viele dieser sogenannten Altnazis in der Partei. Zwar gab es in der FPÖ lange auch einen liberalen Flügel, der konnte sich aber nie wirklich durchsetzen. Verbindungen zu ehemaligen Nationalsozialisten, die teils auch in der Partei waren, zu Neonazis, zum Rechtsextremismus, das war immer da. Und endgültig klar, dass die FPÖ in diese Richtung geht, war es dann mit der Machtübernahme durch Jörg Haider in den 1980er Jahren. Der Einfluss ehemaliger Nationalsozialisten war noch lange in der FPÖ präsent. Da gab es auch immer wieder Prozesse oder Ermittlungen rund um Wiederbetätigung und richtige Kaliber, die noch schockierende, den Nationalsozialismus verherrlichende Aussagen getätigt haben. Auch Jörg Haider hat ja immer wieder geflirtet in diese Richtung und Grenzüberschreitungen probiert. Das wissen Sie ja so gut wie ich, dass die österreichische Nation eine Missgeburt gewesen ist, eine ideologische Missgeburt. Was die FPÖ außerdem stark geprägt hat, das ist die Ideologie des Deutschnationalismus. Dieses Denken, dass Österreich Teil des deutschen Sprachraums, des deutschen Kulturraums ist und quasi eine Subkategorie, wenn überhaupt, des Deutschen und kein eigenständiges Volk. Und damit in Verbindung standen dann natürlich auch immer diese Abwehrkämpfe gegen Zweisprachigkeit, zum Beispiel Slowenisch. Mittlerweile, sagt unser Kollege Fabian Schmidt, spielt dieses Denken in der FPÖ keine so große Rolle mehr. Jörg Haider, der Österreich noch als ideologische Missgeburt bezeichnet hat, war dann später mit dem Slogan Österreich zuerst. Und so haben auch die anderen Parteichefs nach Haider den reinen Nationalismus übernommen. Da also jetzt irgendwie zu fordern oder Österreich als Teil von Deutschland zu begreifen, das ist, glaube ich, einfach nur mehr absurd. Also da würde man wahrscheinlich von jungen Wählerinnen blankes Erstaunen bis hin zu Spott erhalten. Man könnte sagen, die Macht der Altnazis, die mittlerweile auch größtenteils verstorben sind, ist eher dem Einfluss neurechter Gruppen wie eben der identitären Bewegung gewichen. Das heißt aber nicht, dass es nicht weiterhin NS-verherrlichende und antisemitische Vorfälle in der Partei gäbe.
Mit einem strafrechtlichen Nachspiel muss nun auch der steirische FPÖ-Chef Gerhard Kurzmann rechnen. Anlass dazu gibt ein Minarettspiel im Internet, das im Landtagswahlkampf 2010 in Umlauf gebracht wurde. Die Staatsanwaltschaft wertet das als Verhetzung. Die Empörung auf den Social-Media-Kanälen über Gottfried Waldhäusl war groß. Neben heftigen Beschimpfungen gegen den FPÖ-Politiker setzte es jetzt auch noch eine Anzeige wegen des Verdachts der Verhetzung. Die Staatsanwaltschaft Linz prüft derzeit den Verdacht der Verhetzung im Zusammenhang mit einem Wahlkampfvideo des FPÖ-Landtagsabgeordneten Michael Gruber aus Oberösterreich. Das Video zeigt Gruber dabei, wie er eine angebliche Regenbogenflagge zerknüllt und im Müll entsorgt. Immer wieder gibt es innerhalb der FPÖ Vorfälle, bei denen Parteimitglieder rechtsextrem, rassistisch oder antisemitisch auftreten. Die sogenannten Einzelfälle. Wir marschierten mit den Kameraden durch das Unterholz und übten dort den Kehlenschnitt. Wir waren frei und stolz. Manche saßen nachher lang in einer Zelle, doch das sind alles Einzelfälle. In Österreich ist der Begriff mittlerweile fast zum Euphemismus für problematisches Verhalten von Freiheitlichen geworden. Das Satire-Duo Christoph und Lollo hat schon vor 10 Jahren einen Song dazu veröffentlicht. Denn die Liste an Einzelfällen, die ist ziemlich lang. Also das ist eine solche Masse, dass es eigentlich sehr schwierig ist, da jetzt die Besten hinauszusuchen. Also die Liederbuch-Affäre war auf jeden Fall sehr, sehr prägend. Bei der sogenannten Liederbuch-Affäre geht es um ein Gesangsbuch der Burschenschaft Germania. Darin hat man im Jahr 2018 NS-verherrlichende und antisemitische Texte gefunden. Stellvertretender Obmann, also Vorsitzender der Burschenschaft, war zu dem Zeitpunkt Udo Landbauer von der FPÖ. Er war damals auch Stadtrat und Clubobmann in Niederösterreich und musste wegen der Liederbuchaffäre gezwungenermaßen von seinen politischen Ämtern zurücktreten. Heute ist Landbauer Landeshauptfrau-Stellvertreter in Niederösterreich. Also sowas wie der Vize der Ministerpräsidentin. Zum Beispiel auch eben kurz vor der Wahl diese Geschichte, die wir recherchiert haben, dass ein SS-Lied gesungen wurde im Beisein von hochrangigen FPÖ-Funktionären bei einem Begräbnis. Das Lied, das die Trauergäste singen, stammt ursprünglich aus dem 19. Jahrhundert. Die SS hat es später als ihr Treue- und Staffellied übernommen. Dazu wurde eine Textpassage entscheidend abgeändert. Wir wollen das Wort nicht brechen. In einem Video, das dem Standard zugespielt wurde, sieht man, wie mehrere FPÖ-Politiker einen Burschenschafter und ehemaligen Parteifreund zu Grabe tragen. Dabei wird eine Hymne der Schutzstaffel SS gesungen, also der Einheit, die maßgeblich am Holocaust und an schweren Kriegsverbrechen beteiligt war. Ob die FPÖler selbst das Lied mitsingen, das kann man in dem Video nicht erkennen. Aber klar ist, sie haben das Begräbnis nicht verlassen. Dann gab es da zum Beispiel noch das sogenannte Rattengedicht des blauen Vizebürgermeisters von Braunau, Christian Schilcher. Er hat in einer Parteizeitung Migranten als Nagetiere mit Kanalisationshintergrund bezeichnet. Auch er musste zurücktreten. Immer wieder tauchen auch NS-verherrlichende Bilder auf, die von FPÖ-Mitgliedern in Chats verschickt oder auf Social Media geteilt werden. Einige Parteimitglieder wurden aufgrund ihrer rassistischen Aussagen wegen Verhetzung angezeigt. Bis hin eben zu Aussagen von Herbert Kickl über die Waffen-SS, wo Kickl im Jahr 2010 gemeint hat, die Waffen-SS sei nicht kollektiv schuldig zu sprechen. Auch Jörg Haider hat im 90er Jahr von den Anständigen dort gesprochen. Also ja, das zieht sich einfach durch, da könnte man sehr lange darüber sprechen. Der Standard hat immer wieder von den zahlreichen Einzelfällen bei der FPÖ berichtet. Die Plattform Stopp die Rechten hat sogar eine eigene Website eingerichtet, auf der sie alle Vorfälle seit der Parteiübernahme durch Herbert Kickl im Juli 2021 dokumentiert. 120 sind dort bislang vermerkt. Kann man bei so einer Menge also wirklich noch von Einzelfällen sprechen oder steckt da nicht eher ein System dahinter?
beides, glaube ich. Also Einzelfälle von dem her, dass es jetzt, glaube ich, nichts Orchestriertes, Geplantes ist, dass das eben nicht absichtlich passiert, um irgendeinen Zweck zu erfüllen. Fabian Schmidt sagt auch, dass es in fast allen Parteien gewisse Einzelfälle gibt. Weil es eben schwierig ist, wirklich zu prüfen, welches politische Personal sich engagiert und weil man auch nicht weiß, was dann in den Köpfen der Leute vorgeht oder ob sie sich dann spontan unter Anführungszeichen radikalisieren. Die FPÖ hebt sich mit dieser enormen Menge an Vorfällen allerdings deutlich ab. Weil die FPÖ eben aufgrund ihrer Themenlage und aufgrund auch des Images, das sie pflegt, eben als Antisystempartei exakt diese Personen anzieht und auch mit offenen Armen empfängt, die eben ein teils rechtsextremes oder verschwörungsmystisches Weltbild haben oder die eben sich nicht eingehend beschäftigt haben mit der Geschichte oder die schon hardcore am rechten Rand oder am Neonazismus angestreift haben. Von dem her ist das schon etwas, das ein Teil der FPÖ ist. Was ich mich jetzt aus deutscher Perspektive frage, wenn diese Einzelfälle schon als Teil der FPÖ gesehen werden, müsste dann nicht eigentlich längst der Verfassungsschutz auf den Plan gerufen werden? Also bei uns in Deutschland wurden ja zum Beispiel Teile der AfD wegen ähnlicher Entgleisung als extremistisch eingestuft. Dazu müssen wir vielleicht einen Schritt zurück machen. Es ist nämlich so, dass der Verfassungsschutz in Österreich andere Aufgaben hat als der Verfassungsschutz in Deutschland. Also in Österreich ist es so, dass der Verfassungsschutz Gruppierungen beobachten darf, soll, muss, von denen Gewalt zu erwarten ist, also gewaltvolle Ereignisse, also eben Terrorismus, Rechtsextremismus, Neonazismus und so weiter. Während der deutsche Verfassungsschutz das Ganze viel breiter auch anlegt und sagt, was eben die freiheitliche Grundordnung, Demokratie und so weiter stört, verletzt, diese Prinzipien und Werte verletzt, auch das kann Gegenstand von Beobachtungen sein. Das heißt, dass der österreichische Verfassungsschutz die FPÖ an sich beobachtet, das wäre nach diesem Prinzip zu weit gegriffen. Weil ich glaube, es wäre schon weit überschießend zu sagen, dass die FPÖ quasi ein gewaltsames Vorgehen plant, das die Staatsmacht erschüttert. Das hat auch dazu geführt, dass es de facto gar keine Beobachtungen von Wahlparteien gibt in Österreich. Also das ist auch ein großer Unterschied zu Deutschland. Parlamentsparteien gelten für den Verfassungsschutz in Österreich als Tabu. Und auch mit einzelnen rechtsextremen Politikern oder Politikerinnen kann in Deutschland anders umgegangen werden, sagt die Extremismusforscherin Julia Ebner. Und das bedeutet, dass auch im Fall von Deutschland man sagen kann, selbst wenn Politiker, Politikerinnen oder Parteien der Verfassung gegenüber keinen Respekt zeigen oder sie sogar gefährden, dass man hier vorgehen kann mit rechtlichen Mitteln und dass man ihnen zum Beispiel auch das Amt des Politikers verbieten kann. Unter anderem oder ganze Parteien verbieten kann. In Österreich ist es nicht ganz so geregelt. In Deutschland wurden tatsächlich auch schon öfter Parteien verboten. Zum Beispiel in den 1950ern die Kommunistische Partei und eine Nachfolgepartei der NSDAP. Ganz aktuell wird bei uns auch darüber diskutiert, ob man die AfD verbieten sollte. Gerade haben dazu mehrere Bundestagsabgeordnete aus verschiedenen Fraktionen einen gemeinsamen Antrag beim Bundesverfassungsgericht eingebracht. In Österreich wäre das undenkbar. Es gibt kein Parteienverbot in Österreich. Man kann Vereine verbieten und manche Parteien sind als Vereine organisiert, aber man kann jetzt keine Wahlpartei verbieten. Von dem her ist das nicht möglich. Unser Kollege Fabian Schmidt glaubt auch nicht, dass ein Verbot der FPÖ grundsätzlich sinnvoll wäre. Ich stehe der FPÖ journalistisch auch sehr kritisch gegenüber, aber ob sie wirklich diese Grenze überschritten hat in ihrer Gesamtheit, ich glaube, das kann man schon bezweifeln, weil sie ja auch in mehreren Landesregierungen vertreten ist und so weiter. Es gibt dann doch immer wieder Teile der FPÖ, große Teile, die sich in das System dann auch einfügen. Und es ist nicht so, als ob die FPÖ da jetzt einen ständigen Machtmissbrauch betreibt oder ständige Gewalt propagiert. Von dem her, glaube ich, wäre das keine gute Idee und auch sehr unrealistisch. Auch Julia Ebner hält ein komplettes Verbot der FPÖ eher für schwierig. Ich denke, was wahrscheinlich sinnvoller bzw. eventuell machbarer wäre, ist ein Verbot von den ganz extremen Elementen innerhalb der FPÖ. Ich sehe das auch bei der AfD ähnlich. Also den Politikern die Amtsausübung zu verbieten, die wirklich sich gegen eben Menschenrechte, gegen die Grundlagen der Verfassung geäußert haben und deren Politik diese Grundsteine, auf denen Österreich aufgebaut wurde,
die diese Grundsteine gefährden oder rückgängig machen könnten. Ich denke, das wäre durchaus was, was man in Betracht ziehen sollte, auch in Österreich. Obwohl Parlamentsparteien für den Verfassungsschutz bislang quasi ein Tabu sind, werden die Freiheitlichen in diesem Jahr aber doch zum ersten Mal im Verfassungsschutzbericht genannt. Und zwar im Kapitel Rechtsextremismus. Und ich denke, das liegt daran, dass die FPÖ eben unter Kickl sämtliche Berührungsängste, zumindest inszenierte Berührungsängste, völlig fallen gelassen hat, was die identitäre Bewegung und diverse andere Proponenten der neurechten Szene betrifft und das ja teilweise auch eine organisatorische und personelle Verschmelzung ist. Und das ist einfach etwas, was der Verfassungsschutz festgehalten haben wollte in seinem Bericht. Wobei man aber auch sagen muss, im Bericht wird nicht namentlich von der FPÖ, sondern von einer rechten Partei gesprochen. Da wird zum Beispiel eine Demonstration der identitären Bewegung erwähnt. Als Redner trat unter anderem ein höherer Funktionär der Vorfeldorganisation einer rechten Partei auf. Dieser verkündete bei der Kundgebung, dass zwischen der Identitären Bewegung Österreich und der Vorfeldorganisation ein Schulterschluss vollzogen wurde, der erst der Anfang von etwas ganz, ganz Großem sein würde. Offenbar gibt es im Verfassungsschutz immer noch Unsicherheiten, wie man mit Parlamentsparteien umgehen soll. Vielleicht spielt es aber auch eine Rolle, dass im Staatsschutz selbst einige deklarierte Freiheitliche arbeiten. Wer dagegen eindeutig im Bericht angesprochen wird, das ist die Freiheitliche Jugend, kurz FJ. Da wird hauptsächlich beschrieben, dass es personelle Überschneidungen zwischen Parteiorganisationen, neuen Rechten und der identitären Bewegung gibt. Genannt wird zum Beispiel auch die Kundgebung mit dem deutschen Rechtsextremisten Götz Kubitschek, über die wir ja schon gesprochen haben. An der Aktion 451 nahmen bekannte Aktivistinnen und Aktivisten der Identitären Bewegung Österreich, Funktionärinnen und Funktionäre der FJ sowie Mitglieder rechtsextremer deutschnationaler Burschenschaften teil. Die Freiheitliche Jugend wird aber nicht nur im Bericht erwähnt. Der Verfassungsschutz hat im vergangenen Jahr auch eine Anzeige gegen die Vorfeldorganisation der FPÖ eingebracht. Dabei geht es unter anderem um den Verdacht auf Verstoß gegen das NS-Verbotsgesetz. Auslöser war ein Video, das die Freiheitliche Jugend veröffentlicht hatte. Dieses Video hat zu einem großen Aufschrei geführt aus mehreren Gründen. Also einerseits, weil zum Beispiel in diesem Video werden Journalistinnen und Expertinnen quasi auch als Feinde präsentiert. So offen kann man das, glaube ich, schon sagen. Im Video wurden auch Bücher von rechtsextremen Ideologen beworben oder auch rechtsextreme Ikonen eingeblendet. Und eine andere Stelle, die für enormes Aufsehen gesorgt hat, ist, als der Sprecher in diesem Video irgendwie von einer besseren Zukunft für unsere Heimat schwadroniert, schwenkt die Kamera so am Heldenplatz auf den Balkon, wo Hitler eben nach dem Anschluss Österreichs aufgetreten ist. Und das haben sehr viele Menschen und eben offenbar auch der Staatsschutz nicht für Zufall gehalten, sondern für wieder einen expliziten Tabubruch. FPÖ-Parteichef Herbert Kickl sieht in dem Video damals überhaupt nichts Problematisches. Er nennt es sogar wörtlich großartig. Den eigentlichen Skandal ortet Kickl darin, dass der Verfassungsschutz seiner Meinung nach politisch instrumentalisiert sei. Das sagt er zum Beispiel im Interview mit OE24. Der Bundeskanzler, also dieser Karl Nehammer, ja, regt sich über das Video auf, was dann dazu führt, dass der Verfassungsschutz, da sind wir dann bei den schwarzen Seilschaften, aktiv wird. Ja. An der Spitze des Staatsschutzes steht wiederum ein ÖVP-Wahlkampfleiter oder Zettelverteiler. Ja. Und so funktioniert dann dieses System in Österreich. Ja. Der Skandal ist ja nicht das Video, sondern wie dort die Kettenreaktion läuft. Das Video wurde am Ende aber dann doch von allen Plattformen der FPÖ entfernt und das Verfahren wurde eingestellt. Dass Herbert Kickl dem Verfassungsschutz eher kritisch gegenübersteht, das ist wahrscheinlich keine Überraschung. Weil zwar, wie erwähnt, die FPÖ als Partei an sich nicht Beobachtungsgegenstand des Verfassungsschutzes war, aber natürlich FPÖ-Politiker durch ihre mannigfaltigen Kontakte zur Alt- oder zur neurechten Szene immer wieder in Ermittlungen des Verfassungsschutzes auftauchten. Und als Kickl dann Innenminister wurde unter Türkis Blau im Dezember 2017, war schon eine große Nervosität, welche Reformen unter Anführungszeichen Kickl da jetzt plant oder wie er den Verfassungsschutz verändern will. 2018 kam es zu einer folgenschweren Razzia im Verfassungsschutz. Da hieß damals noch Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT.
Wir haben ja im Podcast schon oft über diese Razzia gesprochen. In den letzten Wochen sollen schwer bewaffnete Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität in voller Montur die Räumlichkeiten des BVTs, aber auch private Wohnungen gefilzt haben. Die Razzia basierte auf einer Ansammlung von Anschuldigungen gegen hochrangige Beamte des BVTs und des Innenministeriums, von denen wir heute wissen, dass sie nicht stimmen. Aber damals wurde eben gerade von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt. Kickl hat das genutzt und Druck ausgeübt auf die WKStA, da jetzt weiter zu tun und etwas zu unternehmen. Und dann gab es eben die berüchtigte Razzia im Verfassungsschutz im Februar 2018. Die Polizisten, die an dem Tag zahlreiche Daten durchsucht und beschlagnahmt haben, gehörten eigentlich zu einer Einheit für Straßenkriminalität. Geleitet wurde die Einheit von einem FPÖ-Lokalpolitiker. Die Polizisten nahmen damals vor allem Daten über Ermittlungen zur rechten Szene mit. Und seither ist der Verfassungsschutz beschädigt, ist er jetzt eben neu gegründet worden sogar. Deshalb und in der gesamten Amtszeit von Kickl war diese Verfassungsschutzaffäre ein sehr, sehr präsentes Thema. Das BVT wurde daraufhin zur Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst umgebaut. Ausländische Nachrichtendienste haben vorübergehend den Austausch mit Österreich eingeschränkt. Und auch jetzt, 6 Jahre später, sind die Nachwehen der Razzia immer noch spürbar. Einige ausländische Geheimdienste haben schon angekündigt, den Kontakt zu Österreich wieder zu beschränken, sollte die FPÖ tatsächlich in die Regierung kommen. Noch ist unklar, ob die Freiheitliche Partei tatsächlich in der Regierung landet. Momentan sieht es eher nicht danach aus. ÖVP-Chef Karl Nehammer und FPÖ-Chef Herbert Kickl haben zwar vergangene Woche ein erstes Vier-Augen-Gespräch geführt und die FPÖ hat auch bereits einen Zeitplan für Koalitionsverhandlungen vorgelegt, aber Karl Nehammer bleibt bei seiner ablehnenden Haltung gegenüber Kickl. Ich werde als Bundeskanzler genauso wenig als Bundesparteiobmann der Österreichischen Volkspartei den Steigbügelhalter für Herbert Kickl machen. Ich halte es auch für eine historische Verantwortung, gerade eben aus der Geschichte lernend. Und ich halte es vor allem für meine Verantwortung gegenüber von 1,3 Millionen Wählerinnen und Wählern, die mir genau für diese Haltung vor dem Wahltag das Vertrauen ausgesprochen haben. Allerdings auch ohne Regierungsbeteiligung kann die FPÖ ihre Macht durch den Wahlgewinn ausbauen. Die Partei bildet mit 52 Sitzen in Zukunft die größte Fraktion im österreichischen Parlament. Es wird der größte FPÖ-Club aller Zeiten. Es ziehen einige Vertraute von Herbert Kickl ein, also die schon lange quasi in der zweiten Reihe dabei sind. Und natürlich sind da eine ganze Reihe von langjährigen Abgeordneten wieder dabei. Martin Graf, Dagmar Balakowitsch, Susanne Fürst, Christian Havenecker, Michael Schnedlitz und so weiter und so fort. Diese Namen sind in der österreichischen Öffentlichkeit schon relativ bekannt. Durch den enormen Zuwachs der FPÖ ziehen aber auch Personen ins Parlament ein, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat. Eine spannende Figur ist sicher die Polizistin Elisabeth Heiß aus Salzburg, die sich mit den Tempelrittern beschäftigt und die auch behauptet, sie könne visionieren, also Tempelritter aus dem Mittelalter treffen in ihren Klarvisionen und die auch meint, dass die Tempelritter weiterhin existieren und Geheimnisse vor uns verbergen. Also ich bin da sehr gespannt, ob sie das auch in ihre parlamentarische Arbeit aufnehmen wird. Eine andere schillernde Figur ist zum Beispiel Katajun Pracha-Hielander. Eine Psychologin, die gemeint hat, die Pandemiemaßnahmen wären Kriegsführung gewesen gegen das Volk, die Impfkampagnen wären ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so weiter. Marie-Christine Giuliani, die ehemalige Bingo-Moderatorin des ORF, die nun einzieht, die vom Gender-Kommunismus spricht, der vorherrscht. Also ja, da kann man schon sehen, das wären interessante Jahre im Blauen Parlamentsclub. Die Liste der Abgeordneten zeigt, was politische Beobachter schon vor der Wahl gesagt haben. Der FPÖ fehlt offensichtlich qualifiziertes Personal. Dass jetzt jede Menge Anhängerinnen und Anhänger von Verschwörungserzählungen im Parlament sitzen, zeigt aber noch etwas. Und zwar, dass die zum Teil kruden Ideologien der Freiheitlichen immer gesellschaftsfähiger werden, sagt die Extremismusforscherin Julia Ebner. Und dass auch der Diskurs, dieser sehr stark rechtsextremistisch inspirierte Diskurs, immer mehr normalisiert wird und immer mehr auch in der Gesellschaft so als akzeptabel angesehen wird. Und
Sie spielen auch ein längerfristiges Spiel. Also man sieht auch, dass Sie in den vergangenen Jahren schon sehr viel investiert haben in den Aufbau von alternativen Mediennetzwerken, auch in die Verwendung von geschickten sozialen Medienkampagnen, wo Sie immer mehr an unterschiedliche Zielgruppen herantreten wollen und Ihre Bedürfnisse aufgreifen, an Ihren Frustrationen ansetzen und Ängste weiterschüren. Und das haben Sie leider sehr gut geschafft in den vergangenen Jahren. Und auch das wird die FPÖ in Zukunft noch stärker nutzen können. Denn der Wahlsieg verschafft der Partei wesentlich mehr finanzielle Mittel. Durch diesen Wahlerfolg wird die FPÖ natürlich mit sehr, sehr viel Geld bedacht werden. Mit schätzungsweise nächstes Jahr mal 21,5 Millionen Euro. Das dann natürlich fließt auch in das Umfeld. Also einerseits kann da dieses Rechtsaußen-Medienuniversum wieder gefüttert werden mit Inseraten, Kooperationen und so weiter. Andererseits fließt Geld auch in die Freiheitliche Bildungsakademie, wo ja auch schon identitäre Vordenker als Vortragende aufgetreten sind. Also da kann die FPÖ schon viel bewegen durch diesen Wahlerfolg. Als stimmenstärkste Partei gewinnt die FPÖ natürlich auch im Parlament selbst viel Einfluss. Sie hat auch so vermutlich dann gewisse Gestaltungsmacht durch zum Beispiel den Nationalratspräsidenten, den sie aller Voraussicht nach besetzen wird. Da haben ja bislang nur die Grünen angekündigt, dezidiert nicht für einen blauen Nationalratspräsidenten oder eine Präsidentin zu stimmen. Als womöglich bald größte Oppositionspartei kann die FPÖ auch einfacher als bisher Regierungsvorhaben blockieren. Und es gibt auch innerhalb der FPÖ, und teilweise soll auch Herbert Kickl solchen Gedanken anhängen, dass die FPÖ eigentlich, wenn sie in der Opposition ist, mehr Einfluss nehmen kann auf die politische Gestaltung, weil sie die Regierung vor sich her treiben kann und noch schärfer und lauter sein kann, als wenn sie in der Regierung wäre. Und das ist durchaus gefährlich, weil sie gerade bei Themen wie Migration, aber auch LGBTQ-Rechte, Frauenrechte, auch beim russischen Angriffskrieg in der Ukraine, überall eine konträre Position einnehmen zu der, die von der Mitte der Gesellschaft ursprünglich eingenommen wurde und hier aber immer mehr damit ankommen bei ihren Zielgruppen. Deswegen sehe ich dieses Wahlergebnis als ein sehr großes Warnsignal. Ich habe ja am Wahlabend und schon davor und auch seit der Wahl wiederholte Male angekündigt, dass unsere Hand zur Zusammenarbeit ausgestreckt ist. Wir wollen arbeiten. Ja, wir wollen arbeiten. Zuerst in diesen Sondierungen und dann, wenn die erfolgreich ausgehen, natürlich auch in einer Regierung. Herbert Kickl drängt derzeit noch massiv darauf, Bundeskanzler zu werden. Aber selbst wenn er dieses Ziel nicht erreicht, ist die Position der FPÖ so stark wie noch nie. Wenn man jetzt zum Beispiel eine so große Oppositionspartei wäre gegen eine Dreiparteienregierung, dann glaube ich, hätte Herbert Kickl trotz der Enttäuschung, nicht Volkskanzler zu werden, viel Spaß in den nächsten Jahren, da wirklich die Regierung unter Druck zu setzen und jeden Fehler genüsslich auszukosten. Und das könnte die FPÖ am Ende noch mächtiger machen. Eine Partei, die wegen ihrer Vergangenheit, ihrer Inhalte, der Nähe zur neuen Rechten und wegen hunderter Einzelfälle nicht nur rechtspopulistisch ist, sondern in Teilen rechtsextrem. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns gerne ein paar Sterne da. Und falls Sie Inside Austria mal live erleben möchten, dann haben Sie dazu bei der Buch Wien die Gelegenheit. Ende November sind wir dort mit Inside Austria und noch anderen Podcasts vom Standard nämlich live vertreten. Genau, und mit dem Rabattcode STANDARD gibt es einen Nachlass auf die Eintrittskarten. Den Link dazu und zum vollen Programm stellen wir auch in die Shownotes. Und wir freuen uns darauf, viele Hörerinnen und Hörer vor Ort mal live zu sehen. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de oder an podcast@derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Scholt Wilhelm, Jasmin Yüksel und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Eisterkamp. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Wir sagen Tschüss und Baba.